Überraschend, dass Domme so gut ist mittlerweile. Bei Groß Asbach war er Müll. Ich muss dir tatsächlich sagen, Lord 1860, ich kenne Domme jetzt schon seit der U15, nee, seit der U17, also kennen tue ich seit der U15. Gegeneinander haben wir zum ersten Mal in der U17 gespielt. Und ich möchte mich nicht weit aus dem Fenster lehnen und ich möchte niemanden schlecht reden oder ich möchte niemanden kritisieren. Aber ich sage dir ganz offen und ehrlich, das, was mit mir und Domme in Groß Asbach gemacht wurde, war respektlos. Domme hat auch genauso schon in Groß Asbach trainiert. Bloß der Unterschied war einfach, dass er da nicht das Vertrauen geschenkt bekommen hat und nicht die Chancen bekommen hat. Das ist das Einfachste. Der Mann, du lernst das ja nicht von heute auf morgen, so eiskalt vorm Tor zu sein. Es ist immer eine Frage des Rhythmus, es ist eine Frage des, wie viel Vertrauen bekommst du geschenkt. Das hat so viel Einfluss auf deine Leistung. Und ihr könnt euch sicher sein, ich habe tagtäglich erlebt, wie Domme trainiert hat. Das ist keine Eintagsfliege, dass er so funktioniert. Das ist der Mannschaft geschuldet, weil wir Domme vertrauen, das ist dem Trainer geschuldet. Und es ist auch eine Frage der Qualität, die Domme dann auf den Platz bringt. Real Talk. Thank you.